Am Montag, den 4. September 2017, warten so manche am und im Schloss zu Meersburg. Der Wagen auf seine neu zu kürende Bodensee-Weinprinzessin, die Trachtengruppe auf viele Gäste und das Publikum, das sich dann wirklich alsbald zahlreich eingefunden hat, auf das Wichtigste, auf die Neue, welche die bisherige Weinprinzessin ablösen soll. Also als Bodensee-Weinprinzessin ist natürlich die erste Aufgabe, den Bodensee-Wein, unsere Heimat, zu repräsentieren. Man ist auf Weinfesten sehr viel unterwegs und eröffnet die rund um den Bodensee. Ich war zum Teil auch in der Schweiz oder auch in Ulm unterwegs und durfte da auch schöne Weinproben oder Weinfeste eröffnen. Und einfach alles rund um den Wein und mit Tourismus, es hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Doch dann hieß es für Stefanie Stannecker Abschied nehmen von ihrer ehrenvollen Rolle. Auch Katharina Kammerer, die badische Weinprinzessin, ehrte sie und bedankte sich, bevor die neue Prinzessin den Raum betrat. Mit den Vorbereitungen dazu, mussten Sie viel Vorbereitungen treffen, viel Wissen sich aneignen oder Ähnliches? Ja, auf alle Fälle. Also man muss schon ein gutes Grundwissen hier mitbringen und vor allem, wir hatten wirklich starke Kandidatinnen und dass man da sich eben raussticht, muss man schon ein gutes Wissen um See, um seine Weine haben. Weinköniginnen und Prinzessinnen müssen aber noch mehr können. Das weiß Tobias Keck vom Verein Bodenseewein zu berichten. Er ist optimistisch. Ja, man sagt natürlich, sie muss repräsentieren können, also sie muss reden können, redegewandt sein. Das kommt aber erstens mit dem Alter, zweitens mit der Erfahrung. Und bis jetzt hatten wir eigentlich in den letzten 43 Jahren immer tolle Weinprinzessin.